Heute gehen wir in den italienischen Coop und werden dort mal einkaufen. Und wenn du sehen willst, wie es in Italien im Supermarkt aussieht, wie es da von sich zustatten geht, was es da zu kaufen gibt, dann komm jetzt einfach mit mir mit. Nach einem kurzen Intro geht es los. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach dem Glück. Heute suchen wir unser Glück in einem italienischen Supermarkt im Coop. Und ja, wenn du gerne Reisevideos siehst, gerne siehst, was es auf den Reisen zu entdecken gibt, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines unserer neuen Videos mehr verpasst. Aber lass uns nun reingehen in den Coop, in den Supermarkt von Italien und lass uns mal schauen, was es dort alles zu kaufen gibt. Komm mit! So, hier könnt ihr euch eine Art Handy nehmen, wenn ihr die Rabatte drauf haben wollt. Und könnt ihr dann hier in den Halter in eurem Wagen hier einfach einstecken. Und den Wagen desinfizieren lassen, einfach mit der Rückseite, also mit dem Griff, hier hineinfahren. Und dann wird der Wagen desinfiziert. Ja. Eine riesige Obst- und Gemüseabteilung. Jo. Was ihr hier sehen könnt. Ja, wir sind hier im Coop. C-O-O-P oder Coop. Ja, dem Supermarkt. Riesig groß. Pizzen. Wow, Antipasti. Hier ist Antipasti. Oder was ist das? Gut, Ciabatta, ja, das sieht doch gut aus. Ja, und ganz viel Brot. Anderes Brot als bei uns. Das ist, ja, hier gibt es mal ein dunkles Brot. Ja, Pane Panda. Ja, und schaut euch die Preise an. 9 Euro ein Brot. Kann das sein? 80 Cent. 1,67 Stück Bauernbrot. So. Riesige Avocados. Ja, wenn man so eine harte und so eine weiche, oder? Die sind weicher, die so verpackt sind. Die eine sind recht hart. Ananas. Bananen. Nüsse, lauter verschiedenen Nüsse. Und jetzt kommen wir die Gefrierabteilung. Fleisch, Garne, Fisch, Käse, Butter, ja, und so weiter und so fort. Nudeln, lieber Nudeln, Pistazien, Schinken, Formaggi. Hier? Oder den oder? Oh, der Wahnsinn. Schaut euch mal an, welche Prosciutto-Auswahl es hier gibt. Wahnsinn. So, jetzt schaut mal hier, hier liegen die ganzen Schinken. Hier kannst du wirklich ganze Schinken kaufen. Wow. Riesen Schinken. Das ist Wahnsinn. Die werden frisch geschnitten jetzt hier. Riesige Schinken. Ja. Und die Pasti. Und Käse. Käsestücken. Verschiedene Käsesorten hier. Hier auch wieder Prosciutto. Päckchen.
2,65 Euro im Angebot. Ja, da gibt es auch. 2,65 Euro. Toscini, Dorsini. Ja, dann hier auch wieder Käse, Salami, Gofetta. Schaut es euch an. Ist das nicht der Wahnsinn? Hier geht es noch weiter. Verschiedene Salamisorten. So, leider dürfen wir nicht mehr weiter filmen im Coop in Italien. Aber ich denke, ich konnte euch genug zeigen. Es ist Filmverbot wahrscheinlich wegen, ja, wegen Recherche, wegen Marktforschung, wegen Industriespionage oder so. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es nicht verstanden. Er hat es mir auf Italienisch gesagt, aber auch wenn hier alle denken, ich bin Italiener, ich bin es nicht. Ja, und trotzdem haben wir einiges eingekauft und das, schaut mal hin, das ist unser Einkauf auf den ersten Blick. Und zu Hause werdet ihr sehen, was es alles ist. Wir werden alles auspacken und ich werde es alles euch nochmal zeigen. So, und das habt ihr alles im Coop gekauft. Insgesamt haben wir, oh, ich verrate euch das später, Trauben, Tomaten, eine Packung mit Croissants, dann verschiedene Biere, toskanische Biere, Tomatensauce, noch ein toskanisches Bier, dann einen Wein aus der Toskana, ein Ciabatta, 8 Dosen Cola, 25 Dosen Red Bull, eine ist schon weg, deswegen 25, eine Melone. Übrigens, Red Bull kostet dort nur 1,15 Euro und es ist kein Pfand drauf, Cola kostet, ich glaube, 41 Cent. Wasser, 2 Flaschen stilles Wasser, 2 Flaschen Medium Wasser. Ja, dann geht es weiter. Pringles. Schinken, Prosciutto, nochmal Prosciutto und noch ein dritter Prosciutto. Also 3 verschiedene Sorten Prosciutto. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist auch Melone? Nee, doch Melone. Melone schon klein geschnitten. Wir haben leckere gefüllte Kekse. Wir haben eine Avocado, eine verpackte Avocado, die war ein bisschen weicher, das habt ihr ja im Video bereits gesehen. Dann ein großes Stück Käse. Ja, den haben wir gestern schon gegessen. Das ist ein sehr leckerer Käse. So, und dann haben wir noch ein Stückchen Käse. Falsch rum, so rum, 9,51 Euro, Pellegrini Käse. So, und dann haben wir noch ein dunkles Brot, haben noch ein, ja, ihr kennt es wahrscheinlich, mir fällt der Name nicht ein, nicht Olivenöl, sondern ihr wisst, was ich meine. So, dann noch jede Menge Mozzarella und noch eine Avocado, die noch recht fest ist. Oh, es ist noch was drin, merke ich gerade. Ja, und zwar nochmal Käse. So, also diesen ganzen Tisch voll Lebensmittel, feinster Lebensmittel. Ganz viel Käse, Schinken. Ihr habt ja gesehen, was so ein Stück Käse schon kostet. 9,51 Euro. Und dieser Käse kostet hier, wo steht's? Hier steht's 6,49 Euro. Also sind wir hier schon bei über 15 Euro. Dann die Dosen 25 Euro und so weiter und so fort. Also insgesamt schreibt's mal unten in den Kommentaren, was ihr schätzt, was wir hier ausgegeben haben für diesen Einkauf beim Coop. Drückt auf Pause, schreibt's rein. Okay, ich hoffe, ihr habt geschrieben. Ansonsten drückt jetzt auf Pause und ich sage es euch. Wir haben insgesamt 112 Euro dafür bezahlt, was ich absolut okay finde.
Ja. Ja, und vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps, was wir uns hier in der Toskana noch kaufen können. Irgendein besonderes Essen, also aus dem Supermarkt, was wir jetzt nicht in der Gaststätte bekommen können. Irgendwas ganz Tolles. Oder vielleicht möchtet ihr irgendwas, was wir testen sollten noch. Dann schreibt es auch unten in den Kommentaren. Ansonsten lass ein Abo da, wenn du das noch nicht getan hast. Lass ein Like da, drück die Abo-Glocke und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Dein Zusch, Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir ein weiteres Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches auch bestimmt interessant für dich ist. Und genieße diesen herrlichen Ausblick.